Hallo und herzlich willkommen im Retrobeat. Ich bin Perude und heute sind wir unterwegs auf dem Commodore Amiga. Wir spielen Winter Games der genialen Spieleschmiede Epix aus dem Jahre 87, also 2 Jahre später als die C64-Fassung. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, dass es geklappt hat. Endlich habe ich diese Version zum Laufen bekommen. Ich weiß, manche werden wahrscheinlich irgendwie müde lächeln und denken, das kann ich auch schon längst, ja gut. Ich habe es, wie gesagt, jetzt erst hinbekommen. Ich hatte ja früher nie einen Amiga zu Hause. Das heißt, nur ein Freund hatte einen Amiga. Da habe ich ein paar Spiele mit ihm spielen können. Und jetzt habe ich es endlich mal hinbekommen, das Ding zum Laufen zu bekommen. Wir sehen hier die Eröffnungszeremonie von Winter Games. Und hier sehen wir schon die erste Änderung. Im Gegensatz zu der C64-Fassung haben wir hier eine andere Eröffnungszeremonie. Wir haben eine schöne, große Schale, wo das olympische Feuer entzündet wird von einer Dame. Und das ist ja bei der C64-Version leicht anders. Wie gesagt, ich freue mich endlich, dieses Spiel zu spielen, weil ich erhoffe mir von der Amiga-Version natürlich schon hübschere Grafik oder hübschere Soundeffekte. Gut, mit dem Sound, da muss ich sagen, ich mag jetzt den SID-Chip von dem C64 schon sehr gerne und er hat einiges drauf und ich sage auch mal, dass er bei bestimmten Musiken dem Amiga bestimmt die gleiche Stimme bieten kann, wenn es gut programmiert ist, aber klar, wie gesagt, ich weiß ja auch nicht so genau, was der Amiga alles kann. Ja, ich würde sagen, wir machen mal eine komplette Runde. Und wir, also ich muss erstmal einen Namen eingeben, Perudo. Und wir spielen heute mal für, oh Gott, nehmen wir mal Spanien. Okay, einen zweiten Spieler haben wir leider nicht, ich bin alleine und ja, das ist korrekt. Und wir starten direkt durch, Perudo, Español. González hatten ja erst vor kurzem die Speedy Maus. Und ja, auch eine Neuerung. Oben sehen wir halt diese Winter Games Zeile und da bewegt sich der Hintergrund. Und, oh, welche Überraschung. Noch einmal die Zeremonie. Erhebt euch Hand aufs Herz. Wie ist, glaube ich, die, wer macht das? Die Amerikaner. Ja, verrücktes Völkchen. Und genießen wir die Spiele. Wenn die Tauben kommen, dann klicke ich weg. Okay, Musik geht noch weiter. Bist du bereit für die erste Goldmedaille? Hot Dog. So, ja, Grafik haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ehrlich gesagt. Ja, Musik ist ähnlich. Das klingt eigentlich eher wie eine schlechte Umsetzung der C64-Musik. Mal gucken, ob ich überhaupt das noch hinkriege mit dem Hotdog abspringen. Vielleicht täusche ich mich auch, aber könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich dachte eigentlich, der Amiga hätte eine feinere Auflösung. Wow! Das ist aber nur eine gute 7-8. Perfekt. Das ist ein anderer. Ne, das schaffe ich schon. Ach, das schaffe ich schon gar nicht mehr. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie. Okay. Das geht natürlich auch. Ja, und das ist die Goldmedaille für Perudo. Im Hotdog hat er schlappe 7,8 Punkte gemacht. Das ist einfach schlecht. Eigentlich schaffe ich ja doch relativ gut die 10 Punkte mit einer Vorwärtsrolle und einem Spagat in der Luft. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsdisziplin, das ist Biathlon, auch die längste zugleich. Ladezeiten sind ganz faszinierend kurz hier auf dem Amiga. Und ich würde sagen, wir starten einfach los. So, die Steuerung ist ähnlich schlecht wie beim C64, wobei die eigentlich noch relativ gut war beim C64. Oh, wir haben, oh schön, im Gegensatz zur C64-Variante gibt es hier scrollenden Bildschirm, das ist ja mal sehr schön. Das gefällt mir. Und hier noch ein zweiter kleiner Hügel. Den gibt es, glaube ich, beim C64 auch nicht. Aber, oh, wir sind schon beim ersten Schießen.
Aber die Steuerung wirklich identisch zum C64? Nein, verdammt. Einen verpatzt. Oh. Boah, der Berg hoch, Perudo, streng dich an. Gut, der zweite Berg, das ist eine nette... Das geht aber schnell mit dem... Boah, das treffe ich immer daneben. Ah, ist trotzdem nicht gut. Zwei schon daneben. Ist einer zu viel. Also einen kann man tatsächlich daneben schießen. Aber, naja, gut, okay. Aber die Grafik hier unten ist eigentlich sehr schön. Der Fluss bewegt sich auch. Das geht wirklich sehr schnell. Ah, sorry, dass man jetzt leider hier meine Tastatur im Hintergrund hört. Ich muss mich hier beeilen. Weil ich möchte schließlich meine Goldmedaille gewinnen. Gold! So, mal runter. So, runter, runter, runter. Also was mir sehr gut gefällt, ist tatsächlich hier dieses Schießding hier. Das mit links mit der riesen Tanne und dem ganzen Schnee. Das sieht schon sehr schick designt. Ah, oh, verdammt. Schick designt aus. Was ich ein bisschen ungünstig finde, ist, dass... Man hätte der Amiga-Version ruhig irgendwie so einen kleinen Stand schenken können. Also, dass man, wenn man zu einer gewissen Schießeinheit dann kommt, dass man so irgendwas Gewisses hat. Irgendwie so eine kleine Hütte oder irgendein Pfeil oder irgendwas, so eine Fahne oder was weiß ich was. Das finde ich halt schade. Man weiß ja nie genau, wann diese Schießeinheiten kommen. Gut. Speed Skating. Oh. Wo bin ich unten? Bin ich rot? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Oh Gott. Also da gefällt mir die C64-Variante eigentlich besser hier von dem Spiel, weil... Krieg ich den überhaupt noch eingeholt, den Computer Pacer? Beim C64 gewinne ich immer gegen den Computer Pacer, aber der ist anscheinend hier... Wie schnell muss ich hier noch rennen? Nein! Boah, das gibt's gar nicht! Oh Gott! Krass! Gleichzeitig im Ziel. Und zwar nicht Sekunden genau, sondern Hundertstel Sekunde. Ja, gibt trotzdem die Goldmedaille, ne? Ach, wir haben ja genug, wir können den zuschütten mit spanischen Gold-Dukaten. Dukaten. In Spanien sprechen immer so ein bisschen, oder? Ist das eine Einbildung? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Mexiko. González. Speedy González. Ibiza. Oh! Ja, da würde ich aber mal sagen, grafisch hier die Nase vorn. Auf jeden Fall gefällt. Oh! Musik ist auch sehr schön. Oh, das Eis ist sehr schön. Oh, toll. Und wir springen auf den Boden. Oh Gott. Ja, ganz ehrlich, das muss man wirklich üben, ne? Also das kann ich auch nicht immer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, der war nicht perfekt gemacht. Man muss nämlich eigentlich immer springen, wenn die... Boah, nee, das war auch ein Patzer. Hä? Wann muss man nochmal springen, wenn die Füße zusammen sind? Ja, wenn die Füße zusammen sind. Habe ich mich vertan? Mal umdrehen. Boah, schon wieder ein Patzer. Und nach vorne. Mal nach oben. Ah, Mann, ich habe doch... Okay, dann drehen wir uns zur Seite. Zu oft hingefallen, viel zu viele Patzer. Oh, mit 2-0 ist aber da noch sehr, sehr nett, muss ich sagen. Das wäre wahrscheinlich eine 2-9, 2-8 vielleicht gewesen. Weil pro Fall gibt da, glaube ich, doch schon einiges an Punktabzug. Ja, also grafisch war es ganz nett gemacht. Also zumindest das Eis fand ich sehr schön. Gefällt mir.
Gut, hier Hintergrund ist auch sehr schön. So, und der ist natürlich nicht komplett schwarz wie beim C64. Aber das ist also wirklich. Oh, 57. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Was war das? War das die Lawine vom Berg oder was? Oh, habt ihr gesehen? Die Fahnen wehen. Oh, das muss ich noch gleich mal angucken. Ah, oh, krass. Also sowas mag ich ja wirklich gerne. Also das sind so kleine Details, die Fähnchen flattern. Oh, 61,9. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber ich glaube, über 210 muss man schon schaffen. Um es, sag ich mal, vernünftig hier... Wow. Komm, Jung. Bleib mal hier im Gleichstand. Na. Vielleicht 203, 185 sogar schlechter noch. Oh. Okay. Ach so, da unten. Ach ja, da ist die. Mo? Mo? Ich habe einen neuen Rekord. Hallöchen, Andrew. Tschüss, Andrew. Ja, also. Auch wenn vielleicht die. Also ich würde doch nicht mal sagen, dass die Grafik schlechter ist oder besser ist. Also. Ich bin natürlich sehr gewöhnt an die C64-Fassung. Nee, Freestyle mag ich nicht. Ach komm, das schaffen wir auch noch hier. Guck mal, da klappt es sofort. Vielleicht muss man doch hier, wenn die Beine weit auseinander sind. Ja, dann ist es genau. Oder dann, ach ja, das sind so Sachen, das muss man wissen und sich nochmal neu irgendwie anlesen. Guck mal, da ist die deutsche Fahne richtig, wenigstens. Tschums. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwo habe ich mal gelesen, das müssen 6 sein. Kein Mensch weiß es. Wahrscheinlich auch nur ausprobiert. Nein, was machst du? Hä? Geht der nur auf der anderen Seite, der? Anscheinend, ja. Okay. Dann haben wir wieder was gelernt, oder? Da, 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 da. Boah, voll auf dem... Ah, ich weiß auch nicht mehr, wie das alles geht hier. Ist auch egal. Das war auf jeden Fall gut. Nicht gepatzt. Sehr schön. Whee! Geht auch unten links. Whee! Ah, ein Tick zu lang. Ich weiß gar nicht, was man vorwärts machen kann. Wow, das war ein super... Man hat aber auch schon fast einen Spagat da oben, ne? Ja, insgesamt sehr schön. Also, ich mag das Eis sehr gerne. Musik ist auch ganz gut. Schön, dass die Fahnen im Hintergrund richtig zu erkennen sind. Also, grafisch ist es wirklich sehr, sehr, sehr nett gemacht. Musik, ja gut. Aber ich mag trotzdem die C64-Variante lieber. Also irgendwie, das ist auch ans Herz gewachsen. Wie gesagt, da bin ich auch groß mit geworden. 2,8, ja, ich bin ein paar Mal hingefallen. Es gibt immer so, glaube ich, 0,4 Abzüge. Oh. Jetzt habe ich hier aus Versehen die National Anthem gekillt. Ja, gut, das... ich weiß nicht, also bei aller Liebe, das... Wie gesagt, ich kenne den Amiga nicht, aber ich behaupte einfach mal, der hat mehr drauf. Oder muss mehr drauf haben. Das sieht mir bestens erachtens nach einer Portierung schon fast aus. Boah, ist das schlecht. So. Jetzt kommt gleich nochmal eine schöne Kurve. Ich bin aber auch echt schlecht in den Bob fahren geworden. Also, früher war ich da viel besser. Bei 21 war irgendwie... Bei 18 meine ich. 19. Also auf jeden Fall ein gutes Stück unter 20. Das definitiv. Aber es war es halt früher immer so, ne? Man hat halt... Also ich hatte nicht so viel Geld, mir wirklich alle Spiele zu kaufen.
Man hat dann auch nicht immer so viele Spiele da gehabt. Und hat man natürlich zwangsläufig ein Spiel auch ewig lange gespielt. Ist ja noch schlechter. Komm, der dritte Versuch, gehen wir mal volles Risiko. Muss man eigentlich lange, so lange wie möglich in der Kurve bleiben? Versuchen wir einfach mal. Das Geschwindigkeit, es gibt Geschwindigkeit anscheinend, ne? Okay, gucken wir mal. Nee, das ist ja noch schlechter. Dann muss ich nochmal in der Anleitung gucken, ob es da irgendeinen Trick gibt. Ja, 21.52. Und das ist unser Final Standings. Peruda aus Espanyol hat 7 Goldmedaillen sich, ja, reglich verdient. Ob die natürlich verdient sind, ist natürlich die andere Frage, ne? Ja, schweren Herzens muss ich sagen, dieses Spiel hat keine Goldmedaille verdient. Es sind so ein paar Sachen, die grafisch ganz nett sind. Wie gesagt, ich mag das Eis, das sieht ganz gut aus. Und beim Biathlon hat mir ganz, ganz gut gefallen, dass es ein scrollender Hintergrund ist. Also beim C64 hat man tatsächlich, man fährt von einem Screen in einen anderen Screen. Es geht natürlich blitzschnell, also es ist top. Ich muss wirklich sagen, die C64-Variante von Winter Games, die hat es einfach drauf. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, Amiga schön mit vielen Grafiken, 256 und bla bla bla. Sollte eigentlich hinkriegen. Selbst Monkey Island 1 und sogar 2 läuft auf dem Amiga. 2 auch? Nee, lass mal überlegen. Monkeys, egal. Auf jeden Fall, es laufen einige Adventures hier auf dem Amiga und aber es hat Spaß gemacht. Winter Games von Epix auf dem Commodore Amiga. Ich bin Perudo und ich würde sagen, dann da sage ich, ja, ich würde sagen, dann sage ich, ne? Das ist immer der Klassiker. Danke fürs Zugucken hier im Retrobit und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Boah, es ist kalt.